Rahmen dieser Fernkonferenz das Ganze beschleunigen. Wir beginnen mit Markus Ferber von der EVP. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich freue mich, dass Sie in Frankfurt schon so gut zu Hause sind, dass Sie jetzt auch Goethe zitieren. Vielen Dank für Ihre klaren Worte. Ich habe zwei Fragen. Sie haben signalisiert, dass die Europäische Zentralbank in der Corona-Krise auch weiterhin handlungsfähig bleibt. Für die Sitzung des EZB-Rates im Dezember wird nicht zuletzt deswegen mit einer weiteren Aufstockung des PEPPs, des PEPs, gerechnet. Das wirft einmal mehr die Frage auch nach der Legalität des PEPs auf. Der EuGH hat in seiner Rechtsprechung die bisherigen Anleihekaufprogramme der EZB als rechtskonform bestätigt. Dabei hat er unter anderem darauf verwiesen, dass die Anleihekaufprogramme nicht selektiv sind, was er daran festmacht, dass die EZB sich selbst an Ankaufobergrenzen pro Emission und Emittent hält und dass die Käufe bei Staatsanleihen am Kapitalschlüssel angelehnt sind und die Kaufprogramme im Volumen und Zeitraum beschränkt sind. Mit dem PEP hat die EZB maximale Flexibilität bei den Ankaufobergrenzen angekündigt und zumindest suggeriert, dass auch beim Volumen noch Spielraum nach oben steht. Ist das PEP mit der EuGH-Rechtsprechung in Einklang? Und zweite Frage: Ende Oktober gab es an einem Freitagnachmittag für mehrere Stunden einen Komplettausfall des Zahlungsverkehrssystems Target 2. Grund dafür war laut Medienberichten eine Computerpanne. Die Auswirkungen hielten sich deswegen in Grenzen, weil der Fehler kurz vor dem Wochenende aufgetreten ist und der Rückstau an Zahlungen dann am Wochenende abgearbeitet werden konnte. Aber das wirft natürlich die Frage auf nach der IT-Sicherheit in der Europäischen Zentralbank. Immerhin haben Sie ja die Bankenaufsicht bei der Bankenaufsicht auch die IT-Sicherheit aus gutem Grund sehr genau sich angeschaut und auch der Europäische Ausschuss für Systemrisiken hat mehrfach auf Cyberrisiken hingewiesen. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus der Panne bei Target 2? Gibt es Redundanzen, die sicherstellen, dass nicht ein einziger Computerfehler den kompletten Zahlungsverkehr in der EU lahmlegen kann? Vielen Dank. Well, thank you so. Ja, vielen Dank für diese beiden Fragen. Ja, es ist eine Freude, auch in Frankfurt zu sein. Das muss ich ganz offen sagen. Ja, zur ersten Frage. So möchte ich zuerst mal feststellen, dass die Entscheidung, auf die Sie sich bezogen haben, spezifisch aus Ihrem Mandat alle außerordentlichen Programme ausgeschlossen hat, die wir durchführten, als dieses Thema behandelt wurde. Ich kann mich noch bestens daran erinnern, dass ich diese Zeilen in der Entscheidung gelesen habe und auch im Urteil, das Sie erwähnt haben. Und wenn Sie mir das erlauben, möchte ich doch sagen, dass das PEP-Programm, dieses Pandemie-Notaufkaufprogramm, unter außerordentlichen Umständen geschnürt wurde. Und zwar versuchte man, das Ergebnis der Pandemie zu bekämpfen, die unsere Wirtschaft beeinträchtigte. Und deswegen ist es ein sehr spezifisches Programm. Und wir haben auch gesagt, dass das nur zeitlich beschränkt ist und dass es zielgerecht ist. Und deswegen hat es eine doppelte Funktion. Zum Ersten sicherzustellen, dass die Stabilität wieder in den Märkten vorhanden ist, damit Finanzierungsquellen genutzt werden können. Und natürlich hat das auch eine währungspolitische Funktion angesichts der außergewöhnlichen Umstände, unter denen wir leben, war es einfach notwendig, jetzt hier eine dreifache Flexibilität zu nutzen, wenn Sie mir das erlauben. Flexibilität in Bezug auf die Vermögenswerte, die wir aufkaufen, die sich unterschieden von den traditionellen Aufkaufprogrammen der Vergangenheit. Flexibilität in Bezug auf die Zeit. Wir mussten da eine Vorfinanzierung der Aufkäufe vornehmen und dann natürlich auch Flexibilität in Bezug auf die Orte. Wir mussten ja Stabilität auf die Märkte zurückbringen, deswegen mussten wir auch in Bezug auf die Jurisdiction flexibel sein. Und diese drei Dimensionen, die wurden frühzeitig schon genutzt, als wir anfingen, dieses Programm umzusetzen.
Und wenn wir uns jetzt die zweimonatigen Ergebnisse dieser Aufkaufprogramme ansehen, dann stellen wir fest, dass die Flexibilität, die am Anfang wirklich notwendig war, mit der Zeit immer weniger notwendig wurde, weil PEP überaus erfolgreich war, vor allem in Bezug auf die erste Zielsetzung. Und das wurde ja auch gezeigt, dass hier die Risikounterschiede, die Spreads gesunken sind und die, wie bereits gesagt, auch in der Unternehmenswelt sind die Spreads, die Risikoaufschläge zurückgegangen. Angesichts der außergewöhnlichen Umstände und Zielsetzungen waren diese Flexibilitäten am Anfang so wichtig in den ersten Tagen, aber heute immer weniger wichtig. Aber diese Flexibilität, die wir da nutzen konnten, war eine Besonderheit des Programmes zum Anfang und war wirklich notwendig. Das war auch geeignet, um unser Mandat der Preisstabilität innerhalb der Euro-Währungszone umzusetzen, denn das ist ja unser Mandat für das Euro-Währungsgebiet. Dann das Zahlungssystem, das war Ihre zweite Frage. Und der Zwischenfall, vor dem wir standen aufgrund der Zahlungsverkehrsinfrastruktur, da bin ich beunruhigt, denn Sie sagten das ja, effiziente und schnelle Zahlungssysteme, Settlingsysteme zwischen den europäischen Institutionen sind von größter und absoluter Bedeutung auch für die EZB. Deswegen haben wir eine unabhängige Untersuchung dieses Zwischenfalles, aber auch voriger Zwischenfälle gestartet. Wir hatten nämlich vier solcher Zwischenfälle in den letzten 12 Monaten und da ging es wirklich um den Abgleich und das Settlement im Rahmen von Tage 2, zum Beispiel am 23. Oktober. Das war jetzt nicht der letzte Fall am Montag, sondern zuvor. Und wir werden diese Untersuchung durchführen. Da werden wir überhaupt keine Verzögerung zulassen. Da möchten wir auch wirklich die nackte Wahrheit aufdecken. Wir möchten wissen, was man korrigieren muss. Wir müssen wissen, ob das hier damit zu tun hatte, dass es menschliches Versagen gab oder dass es jetzt einen Cyberüberfall gegeben hat. Ich glaube nicht, dass das der Fall war, aber wir müssen ganz genau wissen, was es war. Deswegen müssen wir allen Lösungen bzw. allen Analysen offen gegenüberstehen. Denn das System ist wichtig und wir haben über das gesamte Eurosystem gesprochen, nicht nur in der EZB, denn viele Nationalbanken sind davon abhängig von diesem Zahlungs-, Clearings- und Settlement-System. Aber das gesamte Eurosystem muss aus diesen Zwischenfällen, die wirklich bedauerlich sind, lernen und wir müssen tätig werden, damit wir wirklich qualitativ hochwertige Sicherheiten haben für diese Zahlung.